Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lufia für den Super Nintendo. Im letzten Part ist Tien, unsere Gruppe, mit dazu gekommen. Und wir sind nach Lunaria gegangen, um der Krönung beizuwohnen, und jetzt wurde die Krone geklaut. Natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Und ja, wir wollen jetzt natürlich dabei helfen, die Krone zurückzukriegen, ganz klar. Deswegen sind wir hier jetzt gerade in den Verliesen unter dem Schloss, weil da sind die Diebe scheinbar lang. Na gut. So, sehr schön, Maxim hat ein Level Up. War jetzt kein allzu gutes Level Up. Also gab jetzt nicht viel, was da erhöht wurde an Werten, aber hey, immerhin. Komm hin, blöder Frosch, ey. Mann. Ich will doch nur gegen euch kämpfen. Mach doch nicht so einen Scheiß. Okay, dann gegen das Pferd. So. Mir doch egal. So. Du haust einen Bomber raus und du. Einen Punkten auf alle. So. Sollte reichen. Hoffe ich. Und. Ja, sehr schön. Wunderbar. Tier Level Up. Das sah schon weitaus besser aus als das. Das kleine Ding davon. Maxim. Das ist Mika Level Up. Ist ja peinlich. Na, okay, der Shelter verlängert da ein bisschen den Weg. Keine Ahnung, wie er das macht, aber er macht's. Das heißt, jetzt kommen wir auch hier rüber. So. Und wir bringen hier noch ein paar Schmerzwürmer um. Warum? Weil wir gerade Bock drauf haben. Ganz einfaches Prinzip. Alle gehen sie auf Tier. Mistviecher. So. Schwupps. Ja, ich hab's ja verstanden. Wow. Diese tatsächlich alle Tier angreifen, ne? Böse, böse. Naja. So, und bist du jetzt auch weg? Nein? Ach. Na, es war halt auch zweimal, dass wirklich wenig Schaden gemacht wurde. Muss ich zugeben. So, jetzt aber. Okay, Gift bleibt natürlich drauf. War ja klar. So. Dann hier mal noch ein Stärkezauber auf beide. Aber hier können wir noch lang. Das muss jetzt auch zugegangen sein, als wir auf den Schalter gedrückt haben. Weil das war vorher definitiv nicht da. Das wüsste ich. So. Na denn. Oh, Mensch, ihr greift mal Maxim an. Ein Wunder. Naja. Ich weiß, warum ich Tier ordentlich Verteidigungsgegenstände gegeben habe. Ja, weil ansonsten wäre das echt scheiße geworden. Naja. So, sehr gut. Und was haben wir hier? Die Stimmbanden. Haben wir schon. Aber danke. So. Na denn. Wollen wir hier einmal runter. Oh, was haben wir hier? Fledermäuse. Terrormäuse, Entschuldigung. Natürlich keine normalen Fledermäuse. Nee, nee. Das ist ja nicht evil genug. Holy shit. Holy Cannelloni. So. Tia, du heilst dich erstmal. Wow. Super. Boah, 52. Nice. Die Heilung lohnt sich sogar richtig. Im Gegensatz zu dem, was Maxim macht. Okay. Eine Fledermaus noch mit dazu, ja. Na gut. Das kriegt sogar Tier gewonnen. Mensch. So, wir sehen, da oben können wir was wegsprengen. Aber. Ist die Frage, was ist der richtige Weg? Gut. Schauen wir uns hier erstmal das Ding an. So. Wir können an sich auch in der Bombe drin stehen bleiben. Das macht absolut nichts.
was ich ein bisschen merkwürdig finde, aber es ist halt so. So. Und Funke auf die beiden. So, sehr schön. So muss das aussehen. Erstmal gucken, was haben wir denn hier? Aha, okay. Hätte sehen können, dass das direkt irgend so ein Heilraum ist. Und hier direkt auf alle. Macht er doch jetzt, oder? Nein? Ja, toll. Aber wir sehen schon, Funke macht ordentlich Schaden. Gegen die Viecher. Das gefällt mir sehr. So. Jetzt aber. Okay. Sehr schön. So muss das sein. Ich habe gerade echt Bammel gehabt. Ich hatte die Befürchtung, dass Tier mir eventuell verreckt. Wäre scheiße gewesen. Aber es ist ja nicht passiert. So, dann wollen wir doch mal schauen. Was haben wir hier? Fledermäuse, Fledermäuse und eine Wand zum Wegspringen. Okay. Erstmal umschauen hier. Und was haben wir hier oben? Eine Truhe. Na bitte. Mit einer Flucht. Na, okay. Kann man mitleben. So, das heißt, wir gucken uns jetzt mal hier unten um. So. Ab. Funke auf alle. Sehr schön. So muss das aussehen. Genau so und kein bisschen anders. Okay. So, nächste Fledermaus. Ja, alleine. Ist ja langweilig. Na komm. Da greifen wir normal an. Reicht. Schön. So. Okay. Was haben wir hier? Wenn gleiche Farben sich verbinden, werden sie verschwinden. Okay. Jetzt. Hä? Okay, jetzt bin ich gerade verwirrt. Müssen also immer drei sein, die sich da verbinden, ja? Also mindestens drei wahrscheinlich. Okay. Das heißt, der muss auf jeden Fall dahin. Sekunde. Das stellen wir doch mal wieder her. So. Also, es müssen immer mindestens drei sich miteinander verbinden. Gut. So. Dann so. Moment. Verdammt. Fehlt da jetzt ein Router? Ich jetzt erst. Nee. Das war's auch nicht. Okay. Thank you.
Moment. Gib den hier mal kurz gänzlich aus dem Weg. Oder so, stört er nicht mehr. So. Okay. Dann schieben wir das jetzt hier rüber. So. Kriege ich jetzt den blauen da rein? Der blaue hier muss da rein. Problem ist, ich krieg den so nicht hingeschoben. Vielleicht doch. Moment. Natürlich. Natürlich. Ich kann ja die hier noch wegschieben. So. Dann geht der nämlich hier weg. So. Dann geht der dorthin. Der dorthin. Sehr gut. So. So. Und. So. Sehr schön. Dann haben wir hier jetzt alles offen. Okay. Erstmal hier ran zum Mantel. Sehr schön. Oh, Schieberätsel. Wow. Das Viech ist schnell. Büffel, hä? So, na denn. Mal schauen, was ihr zum Funken sagt. Na, könnte mehr Schaden machen. Autsch, natürlich alle auf Tier rauf. Die dummen Schweine. Büffel, Entschuldigung. So, dann nochmal eine Heilung für Tier. So, wenigstens machen die nicht allzu viel Schaden. 8 bis 9 Schaden, das kann ich noch aushalten. So, wie sie wirklich alle Tiere angreifen. Krieg doch's Kotzen. Schön, das war ein Crit. Damit zumindest nach einem aus. So wie das geleuchtet hat gerade. So, Leinenhelm. Okay. Ist was für Tier? Nee. Aber den Mantel kannst du tragen. Sehr schön. So. Wunderbar. Nee. Auch nur eine Idee. So. Moment, sie ist mit einer Bratpfanne ausgerüstet gewesen, standardmäßig. Ehrlich jetzt. Wow. Wow. Okay. Teleporter, ja. Ah, okay. Der bringt mich mal wieder dorthin. So. In 4 verschiedene Räume wirst du gelangen, sind die Positionen der Schalter wohlgesonnen. Ah ja. Je nachdem, welchen Schalter ich drücke, komme ich in einen anderen Raum, ja. Verstehe. Hier bin ich wahrscheinlich das Pferd besiegen müssen. So. Ha! Erwischt. So. Warum so wenig Schaden, Maxim? Du hast früher mal mehr gemacht. Naja. Oh, shit.
hier brauche Heilung. Ah, komm, nimm mal ein Kraftwasser. Weil, Maxim kann gerade nicht, der muss angreifen. Der muss Schaden machen. So, gut. Warum greift ihr alle Tier an? Das ist doch zum Kotzen. Hat die ein großes Schild hier, schlag mich oder sowas? Mann, aber wenigstens hat sie jetzt noch ein Level abbekommen. Gut. Ein Lichtmesser. Okay. Klingt interessant. Ja. Dunkelndes Messer. Okay. Anderthalb mal stärker als normale Attacke. Wirksam gegen lichtempfindliche Wesen. Ja gut, das war zu erwarten. Aber schwächer als das Langmesser. Das heißt, wir geben es Maxim. So. Okay. Aber damit kann ich doch arbeiten. Okay. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Nee. War klar. So, das ist auch eine Sackgasse. Gut, dann wollen wir hier lang. Und wenn wir uns vorsichtig bewegen, kann uns hier gar nichts passieren. Eine Wunderfrucht gefunden. Aha. Na denn. So. Okay. Da haben wir wieder so einen Bullen. Hallöchen. Also so eine Bullengruppe. Ja, ich weiß, man sagt Polizisten und nicht Bullen, aber... Moment. Das war ja was anderes. Ich habe nichts gesagt. Autsch. Warum greift ihr immer alle Tier an? Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Es ist doch eine Verschwörung. Gib's zu. Dankeschön. Mensch, Maxim kriegt auch mal wieder Schaden ab. Aua. Autsch. Ja, ganz toll. Wenn die große Scheiße ist, es gibt keine, soweit ich weiß, gibt es keine Items zur Wiederbelebung. Das heißt, ich darf jetzt hier aus dem Dungeon raus. Ah, natürlich. Ich verstehe. So. Drachenei. Okay, sehr schön. Ja, aber so wie ich das sehe, darf ich jetzt hier aus dem Dungeon raus. Geil. Nee, nee. Nein, natürlich nicht. Lebenssaft. Nee. Ja. Heilsirup. Ah, okay. Heilsirup ist zum Wiederbeleben. Ich verstehe. Okay, dann muss ich nicht wieder raus. Dann habe ich nichts gesagt. So. Okay. Nee. Da muss ich erst in den anderen Raum. Moment, ich vermute mal. Hier ist es, oder? Ja. Okay. So. Dann gehen wir jetzt hier nochmal runter. Verschieben den dorthin. Ah ja. Okay, ach komm. Blöde Fledermaus. Bauen wir die auch endlich mal um. So, Funke auf alle. Weil das macht ordentlich Schaden. Das haben wir ja schon festgestellt. Okay. Ja, und die Viecher machen mir auch ordentlich Schaden. Das haben wir jetzt auch wieder festgestellt. Naja. Egal. So, sehr gut. So, wo kommen wir jetzt hin? Mhm. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ja. Stimmt ja. Aber das soll mir jetzt gerade mal egal sein. So, Funke! Hm.
geht besser. Vielleicht Tropfen. Schauen wir gleich mal. Machen wir das mal mit beiden. Weil eine Attacke gegen alle ist immerhin besser als eine Attacke gegen nur einen. Gut, das könnte jetzt daran liegen, dass Maxims Magie nicht allzu stark ist. Ja gut, aber so viel mehr macht das jetzt auch nicht. Aber es macht ein bisschen mehr. Immerhin. So. Na, ja, gut. Hat sich eh erledigt. So, aber wir werden hier auf jeden Fall nochmal heilen. So. Hey. Okay. Ja komm, wir greifen einfach nochmal an. Das sollte auch passen. Na gut. Maxim hat jetzt ein bisschen wenig Schaden gemacht. Kann natürlich sein, dass sie einfach nur so hohe Verteidigung haben, dass das der Standardschaden ist. Keine Ahnung. Was? Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass das reicht. Ja, scheiße. Verschätzt? Ist das doof? So, dann hau du mal den weg und du heilst dich mal bitte. Wow. Naja. So. Okay. Jetzt kann es weitergehen. So, mit normalen Angriffen, weil passt. Sag ich ja. Und der haut ab. Na gut. Ein Langmesser. Ist besser. Ja, komm. Was soll's. Und dann einmal Rufta. Rufta, 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 da. Rufta, 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 da. Warum haut ihr ab? So kriege ich doch keine Erfahrung, Mensch. Ihr seid doch doof. Hey. Okay. Du bist ein bisschen Zeug. Ein bisschen Viechzeug. Brems. Wasch weg. Okay. Da weiß ich nicht, ob ich die physisch angreifen will. Wie fies. Okay, die kann ich ruhig physisch angreifen. Ich hatte jetzt irgendwie die Befürchtung durch diese Stachel auf dem Rücken, dass ich dadurch Schaden nehme. What the fuck? Los, weg damit, ey. Alter. Nee, das machen wir so. Okay, dann Pferdchen. Gehen wir auch her. So. Ui. Wow, Maxim One-Hitted zum Pferd. Das ist nice. Sowas will ich sehen. Ja, ist ja gut. So. Na dann, hauen wir so um. Tier One hittet auch schon fast so ein Vogel. Wie gesagt, 28 HP haben sie. So, machen wir noch die Fledermaus. Und schauen uns dann im nächsten Part hier weiter um. So, die liegen ja zum Glück sehr schnell. Weil die nichts aushalten. Okay. Läuft doch. Gut, dann schauen wir uns im nächsten Part hier weiter unten um. Danke euch fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.